Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video zum Thema KNX. Ja, in den letzten Videos habe ich ja schon versprochen, wir schauen uns jetzt hier Rollladen bzw. Jalousieaktoren an. Ich habe hier die Version von MDT, die hat mir MDT zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Naja, und ich habe hier so einen kleinen Rollladen, mit dem werde ich dir einfach mal zeigen, was damit so möglich ist, wie man das Ganze parametriert, auf den Glastaster legt und so weiter. Schauen wir uns alles an. Jetzt erstmal hier viel Spaß mit dem Video. Zu Beginn möchte ich dir kurz den Aktor vorstellen, mit dem wir in diesem Video arbeiten werden. Und zwar ist das der Jalousieaktor von MDT für 230 Volt Motoren. Und zwar haben wir hier das Modell mit 4 Kanälen, A bis D. Genau das gleiche gibt es auch noch mit 2 Kanälen oder mit 8 Kanälen. Also je nachdem, wie viele Rollläden oder Jalousien du eben ansteuern möchtest, kannst du die verschiedenen Modelle dann eben kombinieren, sodass eben möglichst wenig Kanäle eben übrig bleiben. Die kosten natürlich auch Geld. Ich habe es gerade schon kurz gesagt, wir arbeiten hier mit 230 Volt, das heißt bitte nicht selbst anschließen, Fachpersonal fragen, wenn du dir nicht sicher bist. Die Parametrierung kannst du dann natürlich selber übernehmen. Was müssen wir dafür anschließen? Einmal hier den KNX-Bus natürlich, dann haben wir hier noch eine 230 Volt Hilfsspannung, L und N muss hier unten angeklemmt werden und dann eben die verschiedenen Kanäle, einmal hier oben ja, Eingang und dann haben wir die verschiedenen Ausgänge pro Kanal hoch und runter, die dann eben hier auf die anderen Klemmen gelegt werden. Ich habe jetzt hier nur Kanal A angeschlossen, das hier ist eben die Abgangsleitung zum Rollladen. Und hier oben kommt dann eben die Versorgungsspannung rein. Ja, so sieht das Ganze aus. Und ich würde sagen, ich zeige erstmal, wie das Ganze jetzt hier funktioniert. Der Aktor ist noch nicht parametriert, aber wir können natürlich hier über die Tasten auf dem Aktor manuell den Kanal auswählen und eben den Rollladen dann ansteuern. Das finde ich bei MDT immer ganz schön. Das bieten nicht alle Hersteller. Und hier kann man das Ganze eben dann direkt ausprobieren, auch wenn man noch nicht alles parametriert hat. Ja, und ich würde sagen, das zeige ich dir jetzt einmal. Für einen ersten Test habe ich jetzt hier so einen Aufputzrollladen an dem Kanal A angeschlossen. Und hier kann ich jetzt über die Pfeiltasten den Kanal A auswählen und dann kann ich eben mit hoch und runter den jeweiligen Kanal fahren lassen. Das heißt, ich halte jetzt hier kurz gedrückt und dann fährt er eben nach unten. Warum stoppt er jetzt? Weil die Endlage eben direkt an dem Rollladen eingestellt wurde. Der Aktor hat immer noch das Relais für runter gerade geschlossen. Wenn ich kurz in die andere Richtung drücke, dann ja, wird das Relais wieder in die Normalposition dann eben zurückgesetzt, dass eben kein Kanal geschaltet ist. Genau das gleiche kann ich mit hoch machen. Ja, auch da ist die Endlage eben direkt am Motor eingestellt und so sehen wir, dass das Ganze eben funktioniert. Wunderbar. Jetzt müssen wir den Aktor hier noch parametrieren. Dass der Rollladen hier so ein bisschen hakelig fährt, liegt natürlich daran, dass der hier sehr klein ist und das Eigengewicht nicht hoch genug ist. Deswegen wackelt er so ein bisschen oder läuft nicht so ganz flüssig. Wir springen jetzt aber an den Rechner und parametrieren hier unseren Aktor. Das ist nämlich noch nicht passiert. Ich habe jetzt hier das Projekt in der ETS 5 schon wieder geöffnet und hier muss ich jetzt erstmal in unseren Verteiler den MDT-Jalousieaktor hinzufügen. Wie genau das geht, habe ich in der Tutorial-Reihe schon oft genug erklärt. Ich gehe hier auf MDT, suche einmal nach dem Jal, also Jalousieaktor, und finde dann hier hoffentlich den Vierfachaktor. Hier unten ist er schon, 04C02, den ziehe ich jetzt hier in die Verteilung. In meiner virtuellen Maschine dauert das hier immer ein bisschen länger. Und nachdem er hinzugefügt wurde, kann ich den Katalog hier auch schon wieder schließen. Ja, jetzt finde ich das Gerät hier unten. Er hat jetzt automatisch die physikalische Adresse 1110 bekommen. Die würden wir natürlich normalerweise ein bisschen besser strukturieren als einfach hier fortlaufend. Aber jetzt übertrage ich erstmal hier die physikalische Adresse in den Aktor. Ich gehe also hier auf Programmieren und sage hier dann physikalische Adresse. Jetzt muss ich den Programmierknopf gleich wieder drücken, sobald er mich dazu auffordert und dann haben wir den Teil schon mal erledigt. Wunderbar, das hat auch schon mal geklappt und jetzt schauen wir uns die Applikation bzw. hier die Parameter einmal im Detail an. Kurz vorweg der Hinweis, der Aktor kann viel mehr als ich in einem Video zeigen könnte. Wir haben Frostschutz, Sturmschutz, automatische Beschattung, Szenen, Sperren und so weiter. Haben wir aber alles ja, für andere Geräte schon mal so ähnlich gesehen. Ich kann deswegen hier nur einen kleinen Teil zeigen. Wenn du mehr wissen möchtest oder tiefer einsteigen, dann importiere dir den Aktor doch in dein eigenes Projekt. Klick dich mal durch die Applikation und probier aus, was eigentlich alles so geht.
Ja, ich klicke erstmal Änderungen hervorheben. Ja, auf der Anfangsseite hier in den allgemeinen Einstellungen lassen wir erstmal alles so. Aber bei der Kanalauswahl würde ich erstmal den Kanal B bis D eben auf nicht aktiv setzen, weil wir haben ja nur an Kanal A etwas angeschlossen. Ganz schön ist auch, dass wir hier zum Beispiel für Kanal B die Einstellung von Kanal A direkt übernehmen können, falls die also die gleichen Eigenschaften haben sollen, die beiden Kanäle. Ja, dann wechsle ich hier in den Kanal A. Das ist aktuell ja ein Rollladen. Wir könnten genauso gut hier eben Jalousien eben über den Aktor ansteuern. Ich gehe also auf den Kanal A, gebe dem Ganzen einen Namen, zum Beispiel hier Terrasse, bei der Objektbeschreibung auch. Und dann können wir noch die Verfahrtzeiten für hoch und runter eben auf gleich oder unterschiedlich stellen. Es kann ja sein, dass hoch länger dauert, weil der Rollladen zum Beispiel sehr schwer ist oder sehr breit. Und dann dauert es hoch natürlich länger, als es runter dauert. Dann können wir die hier eben unterschiedlich definieren. Ja, ansonsten können wir noch eine Fahrzeitverlängerung einstellen. Würde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Genauso haben wir eine Umkehrpause, wenn man die Richtung wechselt. Also man kann das Ganze hier wirklich bis ins Detail durchkonfigurieren. Wir haben Ein- und Ausschaltverzögerungen für den Motor. Und was ganz spannend ist, wir können Auf und Ab auch vertauschen. Das heißt, wenn das jetzt falsch rum angeklemmt sein sollte, dann einfach hier in der Applikation umstellen. Wir müssen nicht den Schrank wieder aufmachen und alle Klemmen ändern zur Not, sondern wir können eben Auf und Ab direkt in der Applikation abändern. Dann könnten wir auch eine Referenzfahrt über ein Objekt anstoßen. Das ist vielleicht ganz spannend. Und zwar sollte man Referenzfahrten immer dann regelmäßig machen, wenn man nie die Endlagen erreicht. Das heißt, wenn man nie 0 oder 100% erreicht, sondern immer nur zwischen zum Beispiel 20 und 80% hin und her fährt, dann sollte der Aktor regelmäßig eine Referenzfahrt durchführen, die man eben dann über dieses Objekt anstoßen könnte. Das braucht man nicht, wenn man immer auf 0 oder 100% fährt, beziehungsweise immer mal wieder. Weil dann erkennt er eben die Endlagen automatisch und kann das wieder entsprechend justieren. Diese Position der Endlagen braucht er eben, ja, um die verschiedenen Positionen errechnen zu können. Wenn man zum Beispiel auf 70% fahren möchte, dann muss er ja wissen, wie lange er fahren muss, damit er diese 70% erreicht. Und wenn man immer nur in der Mitte hin und her fährt, dann kann es sein, dass er eben ja kleine Ungenauigkeiten reinbekommt und 70% auf einmal ganz woanders ist. Deswegen entweder regelmäßig Referenzfahrten machen, ja, oder eben immer mal wieder 0 und 100% dann eben manuell ansteuern. Macht man ja eigentlich in der Regel sowieso. Dann können wir noch sagen, was nach der Referenzfahrt passieren soll. Wir können zum Beispiel direkt in die vorherige Position zurückfahren. Dann merkt auch keiner, dass überhaupt eine Referenzfahrt stattgefunden hat. Dann können wir noch Objekte für absolute Positionen aktivieren. Das machen wir auch mal. Ja, und wir können den Status für die aktuelle Position übermitteln. Und den Status wollen wir zum Beispiel ja alle 5 Sekunden als Beispiel übermitteln, wenn man dann eben ja wissen möchte, wie weit ist denn der Rollladen gerade gefahren. Dann haben wir noch ein Objekt für den Status. Dann können wir sagen, hier Fährt oder Auffahrt und Abfahrt dann eben getrennt. Mache ich einfach mal hier als Fährt ein Objekt, dann ist es uns egal, ob es gerade hoch oder runter geht. Wir haben einen Status für Sperren oder Alarme, wir können Diagnosetext abfragen und so weiter. Hier können wir wirklich tief einsteigen. Szenen schauen wir uns ja im nächsten Teil hier der KNX-Tutorial-Reihe sowieso noch an. Deswegen würde ich das jetzt auch erstmal außen vor lassen. Dann gibt es noch verschiedene Automatikfunktionen. Ganz spannend ist vielleicht noch die Lüftungsfunktion über Fensterkontakte. Wenn man also eine Tasterschnittstelle hat, die den Status des Fensters kennt, dann könnte ich bei geschlossenen Rollläden, wenn ich das Fenster öffne, zum Beispiel eine Lüftungsposition anfahren. Automatische Beschattung ist auch noch ein Riesenpunkt, würde jetzt zu sehr ins Detail gehen. Und wir haben natürlich auch zentrale Objekte, das heißt über Zentralfunktionen kann ich im ganzen Haus oder auch nur im Erdgeschoss oder wie auch immer ich das konfiguriere, kann ich dann zum Beispiel alle Rollläden auf einmal hochfahren, runterfahren oder was auch immer. Ich würde diese Applikation jetzt hier erstmal in den Aktor übermitteln, weil wir müssen erstmal hier noch eine Referenzfahrt durchführen. Das können wir entweder über unser neues Objekt jetzt machen, was ich ja noch nirgendwo mit einer Gruppenadresse jetzt verknüpft habe, oder wir machen das eben manuell über die Tasten dann am Aktor. Ich führe jetzt also eine Referenzfahrt durch. Das muss man jedes Mal machen, nachdem man ein Applikationsprogramm neu übermittelt hat. Ich zeige einmal, wie das geht. Wir wählen wieder den Kanal A zum Beispiel aus. Und dann fahren wir das Ganze einfach mal nach unten und mit einer Stoppuhr stoppe ich, wie lange das Ganze dann dauert. Ja, 7,29 Sekunden, dann mache ich das Ganze nochmal für hoch. 7,38 Sekunden, ja, das heißt, ich würde 7 Sekunden eintragen oder 8 Sekunden
Und dann kann man eben ja mit dieser Toleranz, die dann eben aufgeschlagen wird, zum Beispiel diese 5%, die man in der ETS festlegen kann, hat man dann die Sicherheit, dass auf jeden Fall die Endlage erreicht wird, weil hier sind ja eh Endschalter in der Jalousie, in dem Rollladen hier. Da kann ja nichts passieren, dass der zu weit fährt oder so. Die Endlage wird auf jeden Fall erreicht und danach muss dann das Relais vom Aktor abschalten. Das heißt, ich übertrage jetzt zum Beispiel 7 Sekunden, 8 Sekunden, eins von beiden. Diese Werte sind dann eben erforderlich, um dann später ja, die Prozentanzeige richtig auf dem Taster anzeigen zu können zum Beispiel. Zurück in der ETS müssen wir noch unsere Kommunikationsobjekte an die jeweiligen Gruppenadressen knüpfen. Als erstes fange ich wie immer an hier mit der Aktorenseite. Hier habe ich jetzt den Jalousieaktor schon geöffnet. Wir haben die Zentralfunktion und hier nur den Kanal A verfügbar, weil wir die anderen ja auf inaktiv gestellt haben. Wir haben hier erstmal auf, ab, stopp. Wir bekommen den Verfahrstatus zurück. Wir können die absolute Position übermitteln, welche eben gesetzt werden soll. Wir bekommen den Status der aktuellen Position zurückgeliefert, können eine Referenzfahrt anstoßen und bekommen einen Diagnosetext. Ja, und all das müssen wir an Gruppenadressen knüpfen. Die habe ich hier schon vorbereitet. Und zwar habe ich hier unten bei der Beschattung analog zum Licht ein paar Mittelgruppen angelegt. Einmal Zentralfunktion, dann Fahren, Rückmeldung und Sperren. Und in Fahren und Rückmeldung habe ich hier schon die richtigen Gruppenadressen angelegt. Einmal EGWZ Terrasse auf ab. Das Ganze kommt dann natürlich an Rollladen auf ab. Dann habe ich noch Terrasse Stopp. Das kommt auf Stopp. Position kommt natürlich auf die absolute Position. Und die Referenz ist die Referenzfahrt, die ich dann anstoßen kann. Die kommt hier hin. In den Rückmeldungen habe ich die Position hier unter Status aktuelle Position. Und dann habe ich noch den Gesamtstatus hier bei Verfahrstatus. Ja, und das reicht mir eigentlich auch schon. Das heißt, das Ganze kann ich jetzt hier schon mal übermitteln. Ich sage wieder Programmieren, Applikationsprogramm. Ja, damit haben wir den Teil fertig, aber ich möchte das natürlich über den Glastaster ansteuern können und das machen wir jetzt als nächstes. So, die Applikation wurde erfolgreich in den Aktor übermittelt und jetzt müssen wir noch den Glastaster entsprechend an diese Gruppenadressen hier knüpfen. Ich wechsle einfach mal auf den Glastaster und da müssen wir ein paar Tasten wahrscheinlich mal gerade frei machen, weil da hatten wir ja alles im letzten Video hier für die HSV-Steuerung an Möglichkeiten belegt. Ich gehe mal hier auf die Tasten 7 und 8 und würde da einfach mal jetzt das Ganze hier auf Rollladen stellen. Dann verliere ich hier meine Gruppenzuweisung, das ist aber okay. Und das Ganze nenne ich jetzt hier oben in Terrasse. Ja, auf, ab und so weiter, das machen wir gleich. Hier Farbton und so stimmt natürlich nicht mehr. Und 9, 10, 11, 12, das würde ich einfach mal gerade deaktivieren. Hier auf den Tastenfunktionen kann ich ja die Tasten 7, 8 auf nicht aktiv setzen. Ja, lösche ich, genauso wie 11, 12 auch nicht aktiv, auch löschen. So, das sieht doch schon ein bisschen ordentlicher aus. Und jetzt haben wir hier 7, 8. Das wären jetzt hier ja, unsere Jalousietasten quasi oder beziehungsweise Rollladentasten. Wir haben jetzt hier auf, ab, können das Ganze auch tauschen. Das links hoch ist rechts runter. Dann haben wir hier die Bedienfunktion. Ein langer Tastendruck würde aktuell hoch und runter fahren. Und ein kurzer würde das Ganze dann stoppen. Wir können das auch umdrehen, je nachdem, wie man das eben mag. Ich würde es erstmal so lassen. Ja, Farbton ist ein bisschen blöd. Ich ändere das mal in Terrasse. Und dann schauen wir mal hier. Wir haben Pfeil hoch, Pfeil runter. Das passt ja dann. Die linke Taste wäre hoch, die rechte runter. Und dann können wir hier noch ein Symbol auswählen. Hier für kleiner 10% und so weiter. Das erkennt er aber hier alles von alleine. Lamellensymbole brauchen wir nicht. Wir wollen die Anzeige in Prozent haben. Sperren brauchen wir auch nicht. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Kommunikationsobjekte daran knüpfen. Ist irgendwie ja immer das Gleiche. Wir haben hier auf, ab, stopp und wir haben den Status für die Anzeige. All das haben wir schon. Hier Terrasse auf, ab geht dann hier auf diesen Punkt. Dann haben wir hier stopp. Das wäre das hier. Und dann haben wir noch den Status für die Anzeige. Dann nehmen wir hier die Position. So, wunderbar. Das Ganze kann dann in den Glastaster auch übermittelt werden. Und danach sind wir eigentlich fertig und können das Ganze dann eben auch einmal ausprobieren. Unsere Steuerung sollten wir hier auf der zweiten Seite jetzt vom Glastaster finden. Und zwar haben wir hier jetzt die Terrasse hoch und runter. Und mit einem langen Tastendruck fahren wir jetzt nach unten.
Und mit einem kurzen kann ich das Ganze wieder stoppen. Und jetzt haben wir zum Beispiel 27% hier zugefahren. Also so kann man das Ganze eben hier auf den Glastaste übertragen. Aber wir können das Ganze natürlich auch in Szenen übernehmen und so weiter. Aber dazu dann eben mehr im nächsten Video. An dieser Stelle wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen oder weitergeholfen hat. Werde gerne Abonnent von dem Kanal, wenn du keine weiteren Videos verpassen möchtest. Ja, und dann schreib auch in die Kommentare, was du dir noch wünschst. Im nächsten Video schauen wir uns auf jeden Fall Szenen in KNX an. Das heißt, alles, was wir in den vorigen Videos gemacht haben, packen wir eben in Szenen. Da baue ich nochmal alles auf und dann schauen wir eben, wie man die verschiedenen Komponenten, also 230 Volt Dimmer, 24 Volt Dimmer, Rollladenaktoren und so weiter, wie man das eben alles in Szenen integrieren kann und dann natürlich auch mit dem Glastaster verknüpft. Deswegen bleib auf jeden Fall dran. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.